Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute möchte ich mit euch gemeinsam ein Projektchen angehen sozusagen. Wir wollen unsere Kaffeemaschine in die digitale Welt des Smart Home oder der smarten Gadgets heben. Wir bauen eine smarte Kaffeemaschine. Dazu brauchen wir natürlich ein paar Tools und Gadgets, um das Ganze nachher auch umzusetzen, und dafür habe ich mich im Internet mal umgeschaut und nach den passenden Komponenten gesucht und bin da tatsächlich auch in einer Kombination aus Gadgets fündig geworden, die ich euch heute erstmal kurz vorstellen möchte, und dann zeige ich euch nachher, wie wir diese smarte Kaffeemaschine bauen. So, nicht alles, was ich bestellt habe, brauchen wir auch für dieses Projekt, aber wenn ich in ein neues Ökosystem investiere, dann kaufe ich auch immer direkt ein bisschen mehr, damit das Ganze auch zusammenpasst. Diese drei, die Kamera und die beiden Switchbot-Bots, die brauchen wir für die smarte Kaffeemaschine. Der Rest ist eher so für mich, weil ich das noch anderweitig verwenden will. Einmal einen Kontaktsensor, kennt ihr sicherlich, für Türen und Fenster. Dann ein Thermometer bzw. Hygrometer, mit dem wir die Temperatur zum Beispiel auf dem Balkon oder ähnliches messen können. Dann haben wir einmal den Hub, um das Ganze auch in die digitale Welt, schrägstrich in eine Infrarotlösung zu bringen. Dann könnt ihr hier nämlich auch die verschiedenen Tools noch nutzen. Und wir haben noch einen Bewegungssensor, den wir auch noch einbinden können in dieses Ökosystem. Aber all das ist vielleicht weniger wichtig, das ist eher für mich, wenn ich da nachher ein größeres Ökosystem daraus aufbauen will. Die beiden Dinger hier, das sind eigentlich die wichtigsten Komponenten, das sind die Switchbot-Bots, mit denen wir nachher die Tasten drücken werden. Und das ist die Kamera, damit wir nachher in der App auch gleichzeitig noch unseren Kaffee bzw. den Füllstand unseres Kaffeebechers einsehen können. Die Tools, die richten wir jetzt mal zusammen ein und ich zeige euch, was man so einstellen kann. Ja, wir legen los mit der Switchbot Indoor Kamera, denn wir wollen ja nachher auch das, was wir automatisieren und smart machen, uns genau anschauen. Gucken wir nochmal drauf. Wir haben 1080p Auflösung, also Full HD mit 20 Frames per Second. Das ist jetzt nicht super viel, aber ausreichend für unsere Zwecke. Nachtsicht haben wir auch, wenn wir nachts mal einen Kaffee machen wollen, und wir können auch mit unserem Kaffee reden und auch hören, wie es läuft. Also insofern, das passt alles perfekt und dient nachher dazu, übers Wi-Fi uns unsere Kaffeeproduktion sozusagen anzuschauen. Also insofern packen wir jetzt, würde ich sagen, im nächsten Schritt die Indoor-Kamera mal aus. So, los geht's. Einmal aufschneiden und dann gucken wir mal, was das gute Stück so alles, oder was vielmehr, was die Verpackung so beinhaltet. Schauen wir mal rein. Sei an der Stelle gesagt, die Kamera hat übrigens keinen Akku, also das heißt, die muss über Strom betrieben werden. Das vielleicht nur schon mal zur Information, sehen wir aber sicherlich gleich nochmal. So, da ist die Kamera und eine Art Halterung, würde ich mal vermuten. Was haben wir hier noch drin? Ja, ein Stecker, wenn man nicht in der EU ist. So, dann haben wir hier noch, okay, Micro-USB-Kabel, genauso wie ich gerade sagte, Netzteil. Genau, die Kamera muss ja dann gleich auch mit Strom versorgt werden. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das Ganze an die Wand zu schrauben. Und einen Klebestreifen. Gucken wir mal, ob wir das nachher benötigen. Was haben wir hier noch drin? Einmal die Bedienungsanleitung. Die brauchen wir hoffentlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass das alles echt recht einfach eingerichtet wird. So, dann haben wir hier einen kleinen Ständer. Der kann hier hinten auch an die Wand geschraubt werden. Oder ansonsten könnt ihr da die Kamera offensichtlich einfach oben drauf packen. Und dann natürlich das Wichtigste, die Kamera an sich. Die ist relativ klein, würde ich mal sagen. Was natürlich auch nicht ganz schlecht ist. Ah ja, relativ klein und kompakt. Ja, genau. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir gucken uns gleich die Kamera auch nochmal im Detail an und richten sie auch ein. Das machen wir dann im nächsten Schritt. So, dann schauen wir uns die Kamera auch nochmal im Detail an. Wie gesagt, relativ kompakt das Ganze, gefällt mir ganz gut. Ist nicht so groß, sondern klein, handlich, lässt sich deswegen auch an vielen Stellen unterbringen. Gerade für unsere smarte Kaffeemaschine nachher ist das ja nochmal wichtig. Hier seht ihr auf der Vorderseite noch Mikrofon, IR-Lichter für die Nachtsicht. Hier an der Seite die Micro-SD-Karte, auf der Rückseite Lautsprecher und Micro-USB für den Strom. Das dann natürlich logischerweise über Netzteil und Stromkabel miteinander zu verbinden. Ansonsten unten noch die Halterung, um die Kamera hinzustellen. Oder auf der Rückseite auch noch die zweite Halterung, um das Ganze an die Wand zu schrauben. Das sind die zwei Möglichkeiten. Hier nochmal die entsprechenden Aufnahmen für Schrauben und Dübel. Ja, ansonsten war es das schon zur Kamera. Wir richten das Ganze jetzt gleich aber auch direkt einmal ein.
Aber auch nur in aller Kürze, denn das geht wirklich super leicht. Ich habe sie hier auch schon mal eingerichtet, zeige euch jetzt einfach mal nur, wie man das noch machen müsste. Unten einfach die Kamera auswählen, die findet ihr übrigens nicht automatisch wie die anderen Bestandteile, die es von Switchbot gibt, weil das nicht über Bluetooth läuft, sondern hier natürlich über Wi-Fi. Deswegen hier einmal akzeptieren oder bestätigen vielmehr, dass die rote LED leuchtet, dann müsst ihr mit einem 2,4 GHz WLAN verbunden sein. 5 GHz wird nicht unterstützt. Da gebt ihr dann einfach das Passwort ein. Ich gebe mal irgendwas ein. Ich habe es ja schon eingerichtet, wie gerade gesagt. Von daher spielt das jetzt keine Rolle. Und dann müsst ihr diesen QR-Code mit der Kamera einmal abscannen. Da müsst ihr so ein bisschen hin und her oder vielmehr von der Entfernung so ein bisschen variieren. Irgendwann bestätigt die Kamera das Ganze dann und dann wird auch diese, werden diese Zugangsdaten auf die Kamera übertragen. Dann geht ihr unten einfach nur noch da auf die Bestätigung, dass ihr das Ganze gehört habt und danach wird die Kamera eingerichtet. Geht wirklich super leicht und super schnell. So, und wenn ihr eure Kamera dann eingerichtet habt, findet ihr sie natürlich auch hier unter euren Geräten. Hier rechts unten ist unsere Kamera und die liegt hier bei mir gerade auf dem Schreibtisch und zeichnet ihre eigene Verpackung auf. Jetzt gucken wir uns aber mal an, was wir hier alles konfigurieren können. Im linken oberen Bereich könnt ihr zwischen SD und HD wechseln, um vielleicht die Bandbreite zu reduzieren. Rechts daneben könnt ihr einmal den Ton der Kamera aktivieren, was jetzt hier bei mir nicht auf den ersten Klick funktioniert. Ich drücke irgendwie scheinbar nicht richtig. Ja, jetzt geht's. Jetzt kommt auch der Ton der Kamera in der App an sozusagen. Dann habt ihr noch hier so einen kleinen Zoom-Modus, wo es ein bisschen näher rangeht. Ob man das jetzt braucht oder nicht, lasse ich mal dahingestellt sein. Im unteren Bereich, die Icons, die gucken wir uns gleich an. Hier ist aber noch unten drunter versteckt sozusagen, sind die Eigenschaften. Einmal die Wiedergabe der aufgenommenen Daten. Ihr könnt in eure Galerie springen. Der private Modus deaktiviert die Kamera. Und der Nachtmodus und auch die Bewegungserkennung könnt ihr hier aktivieren bzw. in den Automatikmodus versetzen. Dann gucken wir nochmal oben die graue Leiste mit den Icons an. Da könnt ihr einmal in die Waagerechte wechseln, also das Breitbild eures Smartphones nutzen oder aber auch ein Bild aufnehmen. Dazu müsst ihr natürlich zuerst mal genehmigen, dass es in der Galerie gespeichert werden darf. Logisch. Sprechen mit eurem Gegenüber an oder gegenüber virtuellen Gegenüber könnt ihr hier über diesen Button. Dann hört derjenige euch über den Lautsprecher und ihr könnt natürlich auch ein Video aufnehmen, was dann in eurer Galerie gespeichert wird. Das aber nur als ersten Eindruck zu den Bedienelementen. Spannend auch natürlich noch, was können wir denn alles einstellen? Das gucken wir uns jetzt hier rechts oben einmal an, indem wir hier in die Einstellung reingehen. Ganz oben könnt ihr das Ganze umbenennen, wenn ihr mögt. Privacy Mode könnt ihr konfigurieren. In den Settings könnt ihr da zum Beispiel einstellen, ob das Indikatorlicht an sein soll, ob es ein Wasserzeichen in Form der Zeit geben soll. All das lässt sich dort einstellen. Die Night Vision, also der Nachtsichtmodus, könnt ihr hier deaktivieren und auch konfigurieren. Gleiches gilt auch für Motion Detection. Wenn ihr zum Beispiel nur Bewegungen durch Menschen aktivieren möchtet oder die Kamera dann aktivieren möchtet, könnt ihr das hier auch nochmal einstellen. Wo soll das Ganze gespeichert werden? Entweder auf der Speicherkarte, die ihr einlegen könnt, oder in der Cloud. Das könnt ihr hier auswählen. Offline Notification zeigt euch an, wenn die Kamera offline geht. Und spannend hier natürlich, ihr könnt das Ganze auch mit Amazon Alexa verknüpfen. Macht dann nachher unsere Kaffeemaschine vielleicht sogar noch ein bisschen smarter, als sie sowieso schon ist durch die Produkte, die wir jetzt hier im Einsatz haben. Ja, NFC funktioniert auch in der Konfiguration, könnt ihr hier dann nochmal entsprechend auswählen und einstellen. Wir brechen das jetzt hier mal ab. Ich glaube, das führt jetzt zu weit. Das kann dann jeder, der es benötigt, dann machen in den FAQs. Und bei Device-Info gibt es noch Zusatzinfo zum Gerät bzw. zu Einstellungen und so weiter und so fort. Und ganz unten dann noch einmal die Firmware bzw. das Firmware-Update. Und damit sind wir eigentlich auch schon durch die Einstellung und können uns jetzt quasi dem nächsten Teil unserer smarten Kaffeemaschine widmen. So, nachdem wir jetzt geklärt haben, wie wir sehen, ob sich unser Kaffeebecher denn füllt, denn das machen wir ja mit der Kamera, brauchen wir jetzt auch noch was, womit wir die Maschine denn tatsächlich automatisieren können. Das ist der Switchbot Bot. Der ist hier quasi so ein kleines, ist so ein kleines schwarzes oder weißes Kästchen. Ich habe sowohl schwarze als auch weiße. Unten die Batteriesicherung raus und schon geht's in die Aktivierung. Und dann könnt ihr den Switchbot Bot entsprechend auch hier in der App anmelden. Ihr seht hier schon, das Ganze wurde gefunden. Das läuft über Bluetooth und ich probiere mal aus, ob es der richtige ist. Und da seht ihr schon, dieser Drücker, nenne ich ihn jetzt mal, kommt rausgefahren. Das heißt, wir haben den richtigen ausgewählt. Jetzt ist er hier ein bisschen überfordert, als ich es nochmal machen will. Aber wir können jetzt einfach in die Konfiguration gehen und wir wollen ja damit nachher unsere Kaffeemaschine steuern. Deswegen nenne ich das Ding jetzt mal Kaffeemaschine. So, genau. Ah, okay, gut. Die Kamera haben wir auch schon Kaffeemaschine genannt, deswegen nennen wir das jetzt hier mal Kaffeemaschine 2. Alles klar. So, und dann sind wir auch schon durch. Und schon taucht
dieser entsprechende Switchbot-Bot sozusagen in eurer App auf. Jetzt gerade, ich muss jetzt einmal aktualisieren oder ich gehe hier einfach mal irgendwo kurz rein in die Kamera. Genau, die ist gerade offline, klar. Jetzt gehen wir mal nochmal zurück. Ah ja, genau, und dann ist es auch schon da. Man hätte auch einfach runterziehen können zum Aktualisieren und jetzt drücke ich einmal auf den Knopf und dann seht ihr hier, wie dieser Drücker oder wie auch immer ihr das nennen möchtet, dann entsprechend rauskommt. Ja, damit haben wir auch das zweite Gadget schon im Einsatz sozusagen. Ich zeige euch aber nochmal ganz kurz, was man auch dabei noch einstellen kann. Hier der Einstellungsmodus zum Switchbot-Bot. Für uns NFC und so weiter und so fort spielt jetzt in unserem Fall mal keine Rolle. Könnt ihr hier bei euch auch alles angucken. Ihr könnt das mit einer Fernbedienung koppeln. Ihr könnt auch da die Cloud-Services aktivieren. Ihr könnt quasi einen Zeitplan einrichten, wann der Bot auslösen soll sozusagen. Auch das funktioniert, wenn ihr das automatisiert machen möchtet. Für uns aber hier spannend, welcher Modus kann denn eingestellt werden? Einmal oben das Passwort noch und dann wird es interessant. Wie gesagt, der Modus. Wir haben hier den Press-Mode aktiviert, das heißt, wir drücken einen Knopf. Ihr könnt dabei noch konfigurieren, wie lange denn der Knopf gedrückt werden soll, wenn zum Beispiel ein An-Aus-Knopf länger gedrückt werden muss. Auch spannend noch der Switch-Mode. Das ist dann, wenn der Schalter quasi oben und unten hat sozusagen, also ein tatsächlicher Schalter, nicht nur ein Knopf, dann könnt ihr über zusätzliche Aufkleber das Ganze auch hin und her bewegen, sodass ihr so einen Zweifachmodus sozusagen habt. Für uns aber jetzt sehr wichtig, der Press-Mode, und ich aktiviere hier mal so ein bisschen längere Zeit, damit ihr mal seht, dass der dann auch gedrückt hält. Machen wir das nochmal als Beispiel. Jetzt zieht er sich das Ganze und jetzt gucken wir mal. Jetzt kommt das Ganze wieder raus, hält 5 Sekunden lang. Ich hoffe, es waren jetzt 5 Sekunden und fährt dann entsprechend wieder ein. Also wie gesagt, wenn ein Knopf etwas länger gedrückt werden muss, dann könnt ihr das darüber entsprechend konfigurieren. Ich nehme es jetzt mal wieder zurück, weil für unsere Kaffeemaschine nachher brauchen wir quasi nur den Druck, nicht über einen längeren Zeitraum oder sowas, sondern einfach nur den Druck. Bevor wir aber jetzt mit der Kaffeemaschine loslegen, zeige ich euch noch eine alternative Einsatzmöglichkeit. So, bevor wir jetzt zum eigentlichen Ziel unseres Videos kommen, nämlich der smarten Kaffeemaschine, noch ganz kurz eine alternative Anwendungsmöglichkeit. Ihr könnt quasi auch den Wecker automatisieren mit so einem Teil natürlich, der Switchbot-Bot einfach oben aufkleben und dann könnt ihr den Schlummermodus eures Weckers über das Handy aktivieren sozusagen. Deswegen habe ich hier mal den Alarm auf in einer Minute gestellt und wir stellen den Wecker jetzt hier mal zu der Seite. Dann nehme ich mal mein Smartphone zur Hand und dann gucken wir gleich, wenn der Wecker anfängt zu klingeln, dass wir bzw. ob wir damit auch den entsprechenden Schlummermodus aktivieren können. Ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt sonderlich sinnvoll, aber es geht einfach nur darum zu zeigen, was geht denn und was geht halt nicht. Alles, wo ihr einen Knopf drücken könnt, das könnt ihr hier tatsächlich auch mit diesem Switchbot-Bot entsprechend bedienen. Und das ist eigentlich nur das, was ich euch zeigen will. Also es geht jetzt gar nicht um den Wecker an sich. So, die Weckzeit rückt immer näher und gleich kommt, wenn es gut läuft, unser kleiner Finger aus dem Switchbot-Bot raus und drückt uns erneut in die Schlummerphase. So, jetzt zieht sich das hier ein kleines bisschen. Ja, gucken wir mal, aber wenige Sekunden noch, dann dürfte es auf 37 springen. Gucken wir mal, wie lang es noch dauert. Jetzt kommt es, glaube ich, gleich. Ja. Also, der Wecker klingelt. Wir sind faul und drücken auf unser Smartphone. Unser Switchbot-Bot drückt den Schlummermodus und der Wecker ist aus. Es ist sinnfrei, ich weiß, aber es soll nur ein weiteres Anwendungsbeispiel sein, bevor wir jetzt zum eigentlichen Ziel des Videos kommen. Und das ist unsere smarte Kaffeemaschine. Ihr seht jetzt, ich habe hier unten die Kamera aufgebaut, oben die beiden Switchbots installiert und alle schon in der App benannt. Jetzt gucken wir einmal, dass wir über die Kamera hier sehen können, wie sieht denn aktuell der Füllstand in unserem Kaffeebecher aus. Und jetzt können wir quasi die Kaffeemaschine einschalten und den entsprechenden Kaffee auswählen. Einmal auf Kaffeemaschine 1. Ihr seht links oben, der weiße Switchbot-Bot schaltet die Kaffeemaschine ein und über den zweiten bzw. den schwarzen Switchbot drücken wir jetzt auf die entsprechende Tasse oder bzw. den entsprechenden Modus und schon kommt unser Kaffee. Es ist jetzt kein Kaffee, weil ich keinen Kaffee trinke und deswegen kein Kaffee drin ist. Aber theoretisch käme jetzt unser Kaffee heraus und wir sehen auch über die Kamera, dass sich unser Glas füllt. Also insofern mit diesen drei Gadgets lässt sich ohne weiteres auch eine alte, nicht smarte Kaffeemaschine in die neue Welt versetzen.
So, Projekt abgeschlossen, die smarte Kaffeemaschine und auch der smarte Wecker sind produziert sozusagen. Insofern vielleicht noch ein kleines Fazit am Ende zum Switchbot-Bot und auch zur Kamera. Also irgendwie, es ist ein ganz lustiges Gadget und es ist auch wirklich, wenn ihr dafür einen Anwendungszweck habt, eine super sinnvolle Sache, weil dadurch könnt ihr theoretisch, wenn ihr irgendwo einen Knopf habt, der schwer erreichbar ist oder sowas, dann könnt ihr da mit dem Switchbot-Bot automatisiert draufdrücken. Das ist wirklich ein Anwendungsszenario, wo ich sage, da macht es auch Sinn, ob es jetzt beim Wecker Sinn macht, wie vorhin schon erwähnt, das ist wiederum eine andere Geschichte. Die Kamera passt ganz gut dazu, gerade in einem Ökosystem zusammen, so wie jetzt bei uns bei der Kaffeemaschine, ist es eine ganz coole Geschichte, weil ihr nicht zwischen verschiedenen Apps hin und her wechseln müsst und auch das Ökosystem mit der App funktioniert wirklich gut, alles gut integriert, Installation ist relativ einfach, das kriegt, glaube ich, jeder geregelt. Ohne weiteres habt ihr ja vorhin schon gesehen. Und dann habt ihr hier auch in einer App sozusagen alle die Produkte, die ihr benötigt oder die ihr braucht, um etwas smart zu machen sozusagen. Falls noch Fragen da sind oder ihr andere Ideen habt, was man automatisieren könnte, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bedanke mich fürs Zusehen und sage: Alexa, Kamera aus. Okay.